jetzt gleich 8 Uhr. Wir sind schon fast wieder 2 Stunden unterwegs. Wir haben heute Morgen um 6 Uhr in Hörnum abgelegt und haben jetzt wieder Kurs auf Helgoland genommen. Die Fahrt durchs Seegard war natürlich wieder aufregend. Da hatte ich auch so schnell die Kamera nicht zur Hand. Jetzt sind wir in diesen spannenden Momenten. Da ist dann meine volle Aufmerksamkeit gefordert und da kann ich auch nicht filmen. Da muss ich mich erstmal um den Kurs und um das Boot kümmern. Ging teilweise sehr dicht an den Sandbecken vorbei. Und die Brandung, die spritzte da also mehrere Meter hoch. Aber jetzt sind wir durch Seegard soweit durch. Haben jetzt Kurs genommen, ungefähr so 210 Grad. Und bei bestem Wetter ist so halb bewölkt. Wir haben ungefähr 14 Knoten Wind. Aus Nordwest, also ungefähr so halben Wind haben wir jetzt und machen so 5 bis 5,5 Knoten Speed. Kommen also ganz gut voran. Wir passieren jetzt gerade die Tonne Amrumbank Süd. Wir fahren jetzt gerade Helgoland und sind jetzt östlich von der Düne. Im Helgoländer Hafen liegen wir wieder an der Ostkaie, genauso wie bei unserem letzten Besuch. Wir genießen das wohlverdiente Anlegerbier und füllen unsere hungrigen Mägen mit den Vorräten aus der Bordküche. Ansonsten unternehmen wir an diesem Tag nichts mehr und fallen am Abend müde in die Koje.
sind jetzt bereits 4,5 Stunden unterwegs. Es ist 11.30 Uhr. Wir haben ja heute Morgen in Helgoland abgelegt und haben jetzt Kurs auf Spiekeroog. Wir wollen dann Otsumer Balje, wollen wir dann reinfahren. Wir haben jetzt auch, sind wir jetzt gleich noch so 7-8 Seemeilen bis zur Ansteuerungstonne Otsumer Balje. Und hab jetzt endlich mal Zeit für eine kleine Videoaufnahme, denn es gestern der Tag, der lief ja recht ruhig, aber heute war es also eine sehr unruhige Fahrt hier rüber, ständig wechselnde Situationen, auf die man sich einstellen muss. Der Wind drehte ständig von Nordwest auf Südwest hin und her, man musste also ständig die Segelstellung korrigieren. Dann ist mal, haben wir so um die 15 Knoten Wind und dann schläft der Wind mal wieder ein bis auf 7 Knoten und im Moment haben wir die Genua stehen, am Anfang hatten wir die Fock stehen. Man kann also ständig Segel wechseln und Segel einstellen und dazu haben wir eine ziemliche Welle. Wenn denn der Wind einschläft, dann wird es da so sehr ungemütlich in der Welle. Und so haben wir also ständig wechselnde Situationen. Meine Aufmerksamkeit war ständig gefordert heute. Und ich melde mich später nochmal, kurz bevor wir dann in Spiekeroog einlaufen. Wir haben jetzt gerade das Weser-Fahrwasser gekreuzt. Wir nehmen jetzt Kurs auf Otsumer Balje. Wir wollen dann zwischen das Seegat zwischen Langeoog Ost und Spiekeroog wollen wir durch. War ein ziemlich unruhiger Tag heute. Auch immer so kleine Regenschauer zwischendurch, dann den Wind ein bisschen aufbriesten. Auch jetzt haben wir wieder 15 Knoten Wind. Ich glaube, wir müssen die Genua gleich einrollen. Ist ein bisschen zu viel für die Genua und wahrscheinlich mit der Fock weiter segeln. Kann die Pinne kaum noch halten. Im Moment auch ziemlich Lage hier. Jetzt gerade die Genua eingeholt und die Fock ausgerollt. Jetzt läuft das Boot doch wieder ein bisschen besser. Und wir haben jetzt gerade wieder so um die 14-15 Knoten Wind. Jetzt gleich, wenn wir an der Otsumer Balje sind, bevor wir da reinfahren, werde ich glaube ich auch noch das Großsegel runterholen. Und dann werden wir da nur mit der Fock durchsegeln. Das ist mir ein bisschen sicherer.
Aber ich möchte euch auch noch mal eben den Leinensalat hier im Cockpit einmal zeigen. Das ist der ganz normale Wahnsinn hier im Cockpit. So, wir sind hier jetzt im Seegatt zwischen Spiekeroog und Langeoog. Wir können hier wunderbar reinsegeln. Die See ist einigermaßen ruhig hier. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Wir kommen hier gut rein. Wir sind jetzt gerade auf Spiekeroog angekommen, haben aber leider im Hafen keinen Liegeplatz mehr gekriegt, keine Chance. Somit haben wir jetzt hier vor dem Hafen den Anker geschmissen und bleiben jetzt hier eine Nacht vor Anker. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich auch gleich trocken fallen. Ja, und dann versuchen wir mit dem Morgenmittag, mit dem Hochwasser, dann Liegeplatz im Hafen zu ergattern. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Video eine Freude bereiten. Wenn dem so ist, schenke mir ein Like, abonniere meinen Kanal und ich freue mich auch über einen netten Kommentar. Du darfst gespannt sein auf weitere Segelvideos. Im nächsten und letzten Teil dieses Turns geht es zurück in den Heimathafen Rostersiel. Bis dahin sage ich Ahoi! Euer Jens.